mich war bei der Präsentation, bei den allen Modellen, das größte Update oder das gefühlte größte Update das Fahrwerk, speziell der Stoßdämpfer und auch die Delegabel. Und ich habe jetzt mal hier einen Bert Meyer, der Projektleader Offroad. Er war maßgebend beteiligt an der Entwicklung vom Stoßdämpfer und von der Delegabel. Und er wird uns mal jetzt groß sagen, was eigentlich die Änderung von der 2016er, von dem älteren Modell zu den neuen 2017er Entwicklung ist. Ja, hallo. Also der Stoßdämpfer ist eine komplette Neukonstruktion, der Explore PDS genannt wird. Wir sind halt beim Kolbendurchmesser von 50 mm auf 46 reduziert. Dadurch ergibt sich halt ein Gewichtsvorteil, weil alle Teile logischerweise dann angepasst werden können an den verringerten Durchmesser. Und der Gewichtsvorteil liegt dann halt bei ca. 600 Gramm pro Dämpfer im Vergleich zum Vorgängermodell. Bei der Neukonstruktion haben wir natürlich viele Einzelteile auch neu konstruiert und somit halt verbessert. Wichtiges Teil ist halt der Hauptkolben zum Beispiel, wo wir eben versucht haben, den Ölfluss zu optimieren und auch ein neues Dichtsystem, das heißt mit einem PTFE-Kolbenband arbeiten, bei dem neuen Modell, was halt die Dauerfunktion verbessert. Das heißt, wenn der Stoßdämpfer an Temperatur zunimmt, dass die Dämpfungseigenschaft sich nicht verschlechtert. Das macht eben jetzt der neue PTFE-Ring besser. Dann ist das komplette Dämpfungssystem jetzt basierend mit einem zweiten Kolben mit einem kleineren Durchmesser, der beim Einfedern in eine Tasse eintaucht, nicht wie beim Vorgängermodell das Nadelsystem. Das bringt halt auch den Vorteil, dass man das Grundsetup am DCC weicher abstimmen kann auf den Hauptkolben und die progressive Dämpfung in dem Sinn keinen Einfluss mehr hat auf die normale Dämpfung von den Drücken her. Ja, in dem Zusammenhang natürlich auch das komplette Bodywork, nenne ich es mal, verbessert und gewichtsoptimiert. Und natürlich an den Bauraum angepasst, an die neuen Modelle. Das war halt auch nicht ganz so einfach, weil der Bauraum kleiner geworden ist. Der Dämpfer ist mehr ins Zentrum vom Motorrad gerückt. Und somit gab es da halt auch einige Herausforderungen, um das richtig einzubinden in das Design vom Motorrad. Ja, weiterhin hat sich natürlich auch, weil die Feder vom Durchmesser her kleiner geworden ist, auch das Fußteil dementsprechend vom Durchmesser mit verkleinert, halt auch neu konstruiert. Den Rebound-Klick-Einsteller haben wir dann übernommen vom 2016er Link-Federbein, einfach um halt auch bestehende Teile zu verwenden in der Produktion. Ja, das waren eigentlich die größten Neuerungen. Ach, eins habe ich noch vergessen: die Feder ist halt auch neu konstruiert aufgrund vom Durchmesser und wir verwenden jetzt progressive Federn mit 3 Stufen Progression im Serienstand. Und das bringt halt auch nochmal den Vorteil, dass die progressive Dämpfung halt unterstützt wird durch eine progressive Federwirkung. Also ein Riesen-Update auf jeden Fall. Du hast mir vorhin schon gesagt, das Ganze hat über 2 Jahre Entwicklung gekostet. Aber man spürt wirklich, dass es ein Riesenvorteil gegenüber auch der 2016er geworden ist. Noch ein paar Informationen dazu zu der Telegabel vorne. Die ist ja auch relativ neu entwickelt. Die X-Plor 48 heißt sie jetzt mittlerweile. Und mal ganz kurz dazu, was eigentlich da die größten Updates sind. Ja, also das Basissystem ist weiterhin eine Open-Cartridge-Gabel, wobei jetzt die Funktion Zugstufendämpfung und Druckstufendämpfung getrennt ist. Das heißt, der rechte Gabelholm hat eher die Funktion der Zugstufendämpfung und es ist auch die Zugstufendämpfung verstellbar von oben. Und der linke Gabelholm hat halt die Funktion der Druckstufendämpfung und ist halt auch die Druckstufendämpfung von oben einstellbar. Das heißt, wir haben die Einsteller von der Gabelfaust unten entfernt und somit ist natürlich wesentlich einfacher für den Kunde, die Zug- und Druckstufe direkt unterm Lenker zu verstellen. Bringt natürlich einen großen Vorteil, dass man dann nicht mehr mit dem Schraubenzieher
von unten verstellen muss. Genau. In dem Zuge haben wir auch das Durchschlagverhalten der Gabel wesentlich verbessern können durch einen abgedichteten Hydrostop und einen wenig verlängerten Hydrostop. Ja, aber haben natürlich das gute Ansprechverhalten von der Open Cartridge beibehalten und halt auch noch durch viel Settingarbeit beim Testen die Grundfunktion optimieren können. Okay, super. Jetzt habe ich hier noch ein kleines Teil, ein Preload Adjuster. Das ist auch eine kleine neue Entwicklung, die man einfach von oben kann man die Vorspannung an der Telegabel ändern, ohne extra Werkzeug zu benutzen dazu. Vielleicht kannst du da mal noch kurz was dazu sagen. Ja, genau. Also der neu entwickelte Preload Adjuster oder Federnvorspannerversteller auf Deutsch kommt halt bei den Six Days Modellen zum Einsatz und ist dann auch im Nachverkauf bei den Power Parts erhältlich. Grundgedanke war der, man soll halt die Federvorspannung verstellen können, ohne ein Werkzeug zu verwenden, was halt uns mit dem Design auch gelungen ist. Wobei man beachten muss, man muss halt immer die Feder entlasten zum Verstellen, weil sonst die Federkraft eben zu groß ist, um die Kraft mit den Fingern aufzubringen, um das zu verstellen. Man hat drei Rastpositionen, einmal halt Standardeinstellung, was null Federvorspannung oder zusätzliche Federvorspannung entspricht. Dann plus 3, wo ich eben 3 mm mehr Federvorspannung geben kann. Und plus 6 mm, wo ich dann halt 6 mm mehr Federvorspannung erreichen kann. Und das alles halt von oben einstellbar, ohne Werkzeug. Das ist, denke ich, eine gute Verbesserung zu den bestehenden Systemen. Ja, ist auf jeden Fall eine super Weiterentwicklung, speziell auch für die Sportfahrer. Wenn die beim Rennen unterwegs sind und eine schlammige Veranstaltung haben, ist das, denke ich, eine sehr gute Lösung mit dem Preload Adjuster, wenn man den mit montiert hat, das Ganze. Ich möchte mich bedanken beim Bert, dass du zur Verfügung standst und mach weiterhin so eine tolle Arbeit.